Hey, dich hab ich doch schön getötet. Ach so, das ist ein anderes Kapitel. Überraschung. Ich muss ihm eigentlich ganz schön auf den Keks gehen. Ich hab's aufgegessen. Gleich hab ich wieder einen großen Kopf. Das wird dich ganz durcheinander bringen. Tötet sie. Slow move. Was war jetzt? Hier noch irgendwo eine Lampe? Guck mal, da hängt noch eine Lampe, oder? Nee. Ah ja, wenn man sich lang zu lang Zeit lässt, dann fällt einem ein Stein auf den Kopf. Auf den großen Kopf. Auf den riesen Wasserkopf. Selber schneller. Ja, und da kommst du jetzt nie wieder rein. Und es gab keinen einzigen Hinweis, dass man die Lampen hätte schießen sollen. Glückspfennig 0. Credits gesamt 0. Erfahrung 4. 4 Medaillen. Ah, fortfahren. Ne, eigentlich nicht. Ja, und das kann man mit den anderen Karten auch. Dann fängt man halt mit einer Uzi an oder sowas. Finde ich jetzt hier nicht so spannend. Okay, ich komme jetzt wieder zurück. Das ist doch gut. So. Oh, was ist X-Marktplatz? Ich habe immer noch mein hier ein Geschenk. Das ist wahrscheinlich immer noch 146.000 Credits. Das ging noch nie. Es wird wahrscheinlich auch nie gehen. Kann man sich so ein paar Credits verdienen, um dann wieder neue Karten zu kaufen. Um dann noch mehr Blödsinn zu machen. Finde ich jetzt nicht so interessant. Und ich glaube, die. Ja, Syrien kann man dann nicht mehr besuchen. Im Hauptspiel. Man kriegt keinen Hinweis drauf am Anfang, dass man auf die Lampen schießen muss. Ich kriege keine Auswertung, wie viele Lampen es waren. Bei der Dings.
kann man eigentlich nicht schaffen. Mache ich mir also keine Gedanken, dass ich das nicht habe. So, dann haben wir noch das Croft-Anwesen. Beginnen Sie die neue Geschichte Croft-Anwesen Blutsbande. Sie können Croft-Anwesen Blutsbande in der VR spielen, für seinen HTC Vive oder ein Oculus Rift VR-Gerät mit Ihrem PC verbunden ist. Nee! Wäre vielleicht mal interessant, aber das ist mir zu teuer, ne? Expedition, ein Bonus-Herausforderungsset für Kampfenthusiasten im Kraftanwesen. Kämpfen Sie durch die Hallen, sammeln Sie Waffen und überleben den einen Traum. Ne, ich nehme mal Blutsbande, mal gucken. Blood Ties. Eben nicht. Das heißt doch Blutbande. Blutsbande. Ja, nicht, aber ganz schön lange. Jetzt aber. Letzte Aufforderung an Lara Crofts, derzeitige Mieterin des Anwesens. Hiermit benachrichtigen wir Sie letztmalig über die Beendigung Ihres Besitzrechts am Croft-Anwesen. Wir fordern Sie auf, das Anwesen unverzüglich zu räumen und zu übergeben. So, da gibt's ja doch noch ein bisschen Story, die ich nicht gespielt habe. Lara, Normalkopf Lara. Okay, das gibt's immer noch. Eine Karte gibt's auch noch. Waffen habe ich scheinbar keine. Habe ich eine Safe-Kombination? Gucken wir uns doch erstmal alles an, was leuchtet. Meine Geburtstagskrone. Oh, schau. Das Ding war ich so stolz. So süß. Das ist meine Handschrift. Ich hatte eine echt schöne The Treasure of the Ancients. Der Schatz der Ahnen. Oder des Altertums. Einfach unglaublich. Ich habe heute jemanden kennengelernt, ganz unerwartet. Es hatte wohl nicht sollen sein. Ich war so in meine Arbeit und meine jüngsten Entwicklungen vertieft. Ich habe meiner Umwelt keine Beachtung geschenkt. Doch da saß sie, an einem Tisch in der Bibliothek. Sie heißt Emilia. Und studiert offenbar direkt neben mir. Ausgerechnet Kunstgeschichte.
Wider mein besseres Wissen habe ich ihr von einigen meiner Forschungen erzählt. Ich wollte sehen, wie sie reagiert. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Plötzlich war mir wie bei einem geistigen Schachspiel. Ein Schachspiel aus Argumenten. Irgendwann musste die alte Bibliothekarin uns wie kleine Kinder zum Schweigen ermahnen. Ich komme mir so dumm vor, sie nicht früher bemerkt zu haben. Sie ist eine tolle Frau. Die erste, die je meine Ideen hinterfragt hat. Ich weiß jedoch nicht, ob sie sich gerade genauso beschwingt fühlt wie ich. Doch ich glaube, unsere Unterhaltung hat uns beide angeregt. Zum ersten Mal seit langem denke ich an etwas anderes als meine Forschungen. Hoffentlich ist sie morgen wieder da. Ja. Du sollst forschen und deine Zeit nicht mit Weibszeug verschwenden. Obwohl, dann gäb's ja die Lara nicht. Dad hätte mich gerne nach Oxford geschickt, aber ich wollte ans UCL. Ja, sieht echt aus. Roth wollte mir ein Diplom fälschen, damit ich's Dad zeigen kann. Nicht so einfach mit dem Drehen. So, Richard James Croft, Classical Archaeology? Archaeology? 88. Doktore. Was ist da unten? Auch mal gucken. Das sind Filme. Komisch. Können sie aufmachen und was bringt mir das dann? Was hat denn da für eine Maske hängen? Habe ich Richard der Familie vorgestellt. Es lief genau wie erwartet. Meine Mutter eisig, aber höflich. Mein Vater gleichgültig und desinteressiert. Atlas mit kaum hört sich englisch an. Natürlich missbilligen sie ihn. Für sie ist Lord Croft der Mann, der ihre geliebte Tochter geraubt und ihre langjährige Verlobung gesprengt hat. Ich hätte diesen widerlichen Earl of Farrington sowieso nie geheiratet. Man sollte meinen, sie wären froh, dass mir ein echter britischer Lord den Hof macht. Und das ist zufällig Richard Croft. Für sie der Mann, der im Alleingang eine einst große Familie ruiniert hat. Aber ich kann nichts daran ändern. Wie Richard ihre unterschwelligen Beleidigungen ertragen hat, so würdevoll und ruhig. Das hat er meinetwegen getan und bestätigt, was ich nicht länger leugnen kann. Ich bin völlig hoffnungslos in ihn verliebt. Es kümmert ihn nicht, was man über ihn denkt. Und ehrlich gesagt, mich auch nicht. Es wird Mutter das Herz brechen, aber ich kann nicht das Leben leben, das sie für mich will. Meine Zeit mit Richard hat das umso deutlicher gemacht. War bestimmt schwer für mich, sich gegen ihre Familie zu stellen. Aber mich freut es. Die Liebe ist stärker. Wer ist das? Es ist vermutlich mein Großvater Benjamin. Ich glaube, die hatten alle schon mal schon ewig Geld, oder? Dann kann man sich eine Büste kaufen. Das kann sich nicht jeder leisten. Ein Bild mit Dad und Anna. Ich habe Kleider nie gemocht, aber die Farbe war schön. Seltsam. Ach so, ich habe ja schon gefunden, was ich suche.
Nehme ich mal an. Oder? Dann sollte es ja weiter leuchten. Dann leuchtet aber noch was anders. Machen wir da unten auf. Ah, und schau mal, da ist was drin. Eine Maske. Eine von der Tioruba-Masken. Das Geschenk eines Freundes von der Nigeria-Expedition. Da kann man ja gar nicht durchgucken. Karte der vergessenen Städte Nordsyriens. Er war dem Grab des Propheten schon näher, als er ahnte. Das Buch über Unsterblichkeitsmythen könnte ganz nützlich sein. Schiff zerfleddert aus, aber das ist nur der Einband. Der Schutzumschlag. Die andere. Die Tür ist kaputt. Es leuchtet aber auch nicht immer ein, man muss schon in der Nähe sein. Die Tür zur Bibliothek. Diese Karte habe ich für meine erste Expedition mit Dad gemacht. Darauf ist ein Weg zur Bibliothek durch die Dienstbotengänge. Ja, da muss ich ja nur lang. Also. Eins von zwei. Na. Ich mache ein Foto davon. Mit meinem Handy. Also, ich muss hier lang und dann da hinten und ja. Hier komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Ah, ja. Was ist das? Nach seinen Ägypten-Expeditionen war Dad fasziniert von Unsterblichkeitsmythen. Wenn das aus Boom Gold ist, dann kannst du jemanden mit erschlagen. Hast du es jetzt mitgenommen, Lara? Was hat das zu bedeuten? Können wir auch schon. Das war mal der Kamin, der ist zugedingst und dafür haben wir jetzt ein Heizgerät. Und wie schlecht. Hi Dad. Ich denke in letzter Zeit viel an Mom. Ich weiß so wenig über sie. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war sie so? Winston sagt, sie war eine tolle Künstlerin. Sind ihre Gemälde im Westflügel weggesperrt? Und ich glaube, ich will einfach nur wissen, hat sie mich geliebt, Dad? Hat sie das je gesagt? Vielleicht bin ich nur albern.
Aber wenn ich das nächste Mal heimkomme, erzählst du mir dann mehr von ihr? Bücher. Viele Bücher. Oh, ein Computer. Der ist bestimmt auch informativ. Nein, einen Computer kann man nicht untersuchen. Okay, dann nicht. Aber den. Moment mal. Doch ein X gesehen. Ich hab doch da gerade ein X gesehen. Ach, dafür. Lara, ich habe deinen Therapeutenbericht gelesen. Ich war überrascht über deinen ausgezeichneten Gesundheitszustand. Du hast deine absurden Behauptungen bestimmt nicht einfach so aufgegeben. Wo warst du überhaupt in den letzten Wochen? Meine Sekretärin hat deinen Flug am 20. in die Türkei entdeckt. Das war der Zollerklärung nach bestimmt kein Stadtbummel. Du führst etwas im Schilde und ich werde dir das Croft-Vermögen nicht für dieselbe fixe Idee überlassen, die zum Tod meiner Schwester geführt hat. Es ist noch nicht zu spät, deine Ansprüche auf das Anwesen freiwillig aufzugeben. Weigerst du dich, dreh ich dir den Geldhahn zu. Hochachtungsvoll, Atlas. Das ist mein Onkel Atlas, der ist aber nicht nett. Der ist Testamentvollstrecker oder Verwalter oder wie das heißt. Hallo, Sir Lancelot. Keine Angst, diesmal leihe ich mir dein Schwert nicht aus. Es war wohl in einem anderen Teil, den ich mich nicht mehr erinnern kann. Wear helmet. Danger, danger, danger.